Stellt euch vor, ihr müsst aufs Klo, habt eine gute Sitzung, seid ein bisschen am Klo, daddelt am Handy rum, liefert euer großes Geschäft ab und seid so am Drücken, dass ihr sterbt. Hört sich absolut abgefahren an. Ich kann mir genau eure Gesichter vorstellen, aber genau das ist passiert. Aber mal von vorne. Kommt ein Anruf rein, so ja, Sterbefall, der Vater ist gestorben. Bis dahin für uns erstmal ganz normal, Bestatteralltag halt. Dann fahren wir hin, kommen rein, dann steht da schon so die Frau vom Verstorbenen und sagt, ja, es ist ein bisschen außergewöhnlich. Und so, hä, warum denn? Ja, er ist am Klo gestorben. Am Klo ist jetzt auch nicht das Gewöhnlichste. Sind dann eben reingegangen und haben dann festgestellt, dass der wirklich auf dem Klo saß mit seiner Zeitung in der Hand. Nach vorne übergekippt. Also völlig abgefahrene Situation. Das Ungewöhnliche oder das Krasse war, dass auch noch zusätzlich überall Blut war. Das heißt, man fragt sich natürlich, was ist passiert? Woran ist der Typ jetzt gestorben? Man muss an der Stelle wissen, dass der Mann Alkoholiker war. Und wenn man Alkoholiker ist, dann kann es passieren, dass sich Krampfadern im Hals bilden. Die sogenannten Ösophagus-Varizen. Der werte Herr war halt am Klo, hat sein großes Geschäft abgelassen. Und unter dem Druck sind dann eben diese Ösophagus-Varizen geplatzt und aufgerissen. Und so ist er dann einfach verblutet. Wir haben den dann irgendwie von seinem Klo runterbekommen. Haben den dann nochmal schön versorgt, sodass die Familie natürlich wie immer gut Abschied nehmen konnte.